das Orkgebiet, die Seraphim-Insel, die Weihnachtsinsel, das ist das Menschengebiet und ja, hier ist das Hochelfengebiet. Jo, das werden wir dann alles sehen. Ich werde am Anfang einfach der Hauptquest folgen, weil ich eher auf Gold. Einfach auf Gold, Schwierigkeitsgrad Gold oder Platinum, alles erkunden will. Ich glaube, ich mache die Goldkampagne dann mit dem Schatten und die Platinkampagne dann mit dem Licht wieder auf alles. Und die Schattenkampagne mache ich dann bei Niob. Das ist der letzte Schwierigkeitsgrad. Mache ich dann wieder mit dem Schatten. So. Also ich werde alles zeigen. Hoffentlich alles. Und es ruckelt. Wieso ruckelt es am Ende? Kopf. Kopf ab. Kopf zerquetscht. So, ein Seelenstein. Ja, Seelenstein heißen die. Hier ist die erste Quest. Hallo Fraps, hast du eine Krise? Absolvent der Magerschule. Findet die drei verlorenen Amulette und bringt sie zu den Holzfällen. Also das könnt ihr selber durchlesen, das mache ich jetzt nicht. Ein Bronzestern heißt, die Quest ist sehr leicht. Wir bekommen 150 Gold, wenn man die abschließt. Da kann man auch so spielen. So. Aber ich spiele eigentlich immer einfach so mittel. Die beste Übersicht hat man natürlich so. Panzerhandschuhe bekommen, die sind grau. Die grauen bedeuten beschädigt. Die weißen sind normal. Die blauen sind verzaubert. Die gelben sind selten. Und dann gibt es noch Unix. Unix, also einzigartige, sind goldig. Dann gibt es legendäre, die sind orange. Und dann gibt es noch Set-Items, die sind grün. Habe ich jetzt etwas vergessen noch? Ja, wir werden es dann mal sehen, dann erkläre ich es. So, wir gehen mal hier runter. Hier geht es irgendwo hoch zum Magierturm, wo die Hochelfin startet. Ja, diese Blätter sind eben nur bei, mit der Physikbeschleunigung da. Hier geht es hoch zum Magierturm, aber das ist nicht wichtig. Man sieht ihn jetzt nicht, der ist irgendwo hier oben bei diesem Gegner. Ja. Ja, ohne meine Items, die ich vom anderen Charakter hatte, wäre ich jetzt nicht so stark schon. Aber wir werden später schon ein bisschen, also das Balancing geht dann ein bisschen besser. Vom Anfang ist man schon zu stark. Und das ist nur, wenn man richtig skillt. Damit es die anderen, die nicht richtig skillen können oder so, nicht zu schwer haben. In Job könnte es sein, dass wir One-Hit tot sind, auch mit dem Schattenkrieger. Da gibt es Gegner, die extrem viel Schaden raushauen und sehr schnell sind. Vor allem eben dieses Blutgebirge ist sehr, sehr schwer.
Ja, das sind jetzt schon schwerere Gegner. Aber One-Hit-Kill. So, die Amulette haben wir. Jetzt gehen wir zuerst zu dieser Quest hier. Aber gehen kurz zuerst. Hier über die Brücke. Weil dort hat's. Dort hat's auch einen Quest. Quest-Charakter. Dort ist er schon zu sehen auf der Karte. So. Hallo? Bring den Beutel mit Würmern zu meinem Bruder. 50 Gold Belohnung. Ja, das weite Meer ist hier. Das große weite Meer. Shit. Oh, jetzt habe ich einen Heiltrank geschluckt. Lol. Was jetzt steht hier zum Beispiel Schwertkämpfe. Wir haben Schaftwaffen. Modifiziert durch Schaftwaffenkämpfe. Also haben wir Gegnerrüstung physisch minus 7,5. Das macht, dass wir besser mit dem physischen Angriff. Der bei Schaden, dieser große gelbe Ding, heißt, der ist hundertprozentig physisch der Hammer. Wenn es jetzt zum Beispiel noch ein bisschen grün wäre, würde es Giftschaden noch ein bisschen machen. Wenn es ganz grün wäre, würde es nur Giftschaden machen und so. Der dieser hölzerne Zerstampfer ist Level 2. Also haben die Angriffsgeschwindigkeit minus 0,0%. Sonst hätten wir mit Level 3 wahrscheinlich minus 1,5% oder so. Dann haben wir sonst nichts Besseres. Also gehen wir weiter. Wir sind bald Level 3. Schöne Palmen. Jetzt sind wir hier unten. Hallo Seekröten. Oh. So, jetzt können wir wieder einen Stufenanstieg. Jetzt nehmen wir Fokus Schwerkampf, damit wir die Fähigkeiten schneller einsetzen können. Jetzt gehen da. Und die Stärke wieder. So. Bringt mir die Karte der Piraten. Leicht. Belohnung 210 Gold. Ah, der ist in der Höhle, aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir müssen sowieso später in die gleiche Höhle. Also gehen wir hier mal nach Norden. Wölfe angreifen. Oben bei diesem Wolf steht, ist ein gelber Balken, das ist der Angriff, was er Angriff macht. Und der untere Balken ist die Verteidigung. Unter dem Namen steht Wildtier, das ist die Klasse. Und rechts stand noch irgendwas.
Bleib ich das Level. Ja, Stufe 3. Ich werde mich um deinen Nachlass kümmern. Hinrichtung, das ist ein Inquisitor-Skill, mit dem können wir nichts anfangen, aber später können wir dann umtauschen. Das kostet aber etwas. Oh, ein Versteck. Das ist es. Eisenbrustplatten. Ist besser, so geil. Ja, hier können wir sortieren. Hier können wir die Hilfe einblenden. Könnt ihr durchlesen, wenn ihr wollt. Hier können wir verkaufen. Können wir einfach reinlegen. Dann wird es verkauft. Hier ist die Gesamtbonusübersicht der Items. Dazu zählen auch die Relikte, die wir hier reintun können, die uns Verteidigung geben. Waffen- und Rüstungssets haben wir noch keine. Das Reittier, und wir können zwei tragen, ein Pferd und ein besonderes Tier. Beim Schattenkrieger ist ein Höllenhund. Die Seraphin hat einen Tiger. Die Hochelfe hat einen Drachen. Die Dryade hat einen Salamander. Der Inquisitor hat eine Spinne. Der Tempelwächter hat ein Fahrrad, so ein Kreiselrad, und der Drachenmager hat ein Pferd, das mit Flammen so bestückt ist. Hier sehen wir die gesamte Rüstung, davon ist 72 von 72 physisch. Die Kampfkunst, der Angriffswert macht, wie oft wir treffen können, der Verteidigungswert macht, wie oft wir ausweichen können. Kampfkunstgeschwindigkeit ist bei 103,4%. 100% ist normal, alles darunter ist zu langsamer. Der Gesamtschaden ist auch wieder 100%ig physisch, später können wir auch Feuer oder so stehen haben. Dann die Waffen, das ist das gleiche, glaube ich, einfach nur vom normalen Angriff. Die Charakterklasse, wir sind Schattenkrieger natürlich, Stufe 3, 244 Leben, Lebensregenerierung ist 5,4%. Erfahrungspunkte haben 1512, wir brauchen noch 1488 XP. Kollateralschäden heißt, wie viele Gegner wir besiegt haben, das sind 58. Wieder auf den 0, Überlebensbonus 1,7%. Also wenn wir 0 HP haben, sterben wir nicht sofort. Das